Espen Schwarz, ein gut aussehender junger Mann mit blauen Augen, braunen Haaren und markanten Gesichtszügen. Ein echter Traumtyp und er weiß es. Espen steht im Gang vor dem Spiegel. Überhaupt besitzt er viele Spiegel. Wer aber Espen ein wenig kennt, findet das nicht eigenartig. Denn Espen Schwarz liebt es, sich im Spiegel zu bewundern. So auch heute. Gut siehst du aus. Espen steht vor dem Spiegel und fährt sich mit der Hand durch die Haare. Ein Blick auf die Uhr lässt ihn aufschrecken. So spät schon. Ich muss los. Espen greift nach dem Schlüssel auf der Kommode. Ein plötzlicher Schmerz durchfährt ihn. Vor seinen Augen wird es schwarz. Er schwankt. In letzter Minute gelingt es Espen, sich an der Wand aufzubauen. Er bekommt kaum noch Luft. So schnell, wie der Anfall gekommen ist, ist es aber auch wieder vorbei. Espen richtet sich wieder auf. Ich sollte wirklich mehr Wasser trinken. Das ist der dritte Anfall diese Woche. Er schlägt die Wohnungstüre hinter sich zu und verlässt das Haus. Espen steigt in sein Auto und fährt davon. Espen erreicht gerade noch rechtzeitig das Kino. Bianca wartet bereits auf ihn, ganz in weiß gekleidet. Er hasst weiß, das weiß sie doch. Doch bevor Espen etwas zu Biancas Outfit sagen kann, zupft sie ihm leicht am Arm. Hi Espen, du bist spät dran. Komm, lass uns reingehen. Bianca drückt Espen die Kinokarte in die Hand. Bianca schaut sich leidenschaftlich gerne die neuesten Kinofilme an. Espen kam das ganz gelegen, denn seine Aufgabe für diesen Abend war somit relativ einfach. Beschützend den Arm um Bianca legen, den starken Mann an ihrer Seite markieren, wenn der Bösewicht ein unschuldiges Opfer beseitigt und ihr hin und wieder ein zärtliches Wort ins Ohr flüstern. Ich hatte noch überhaupt keine Zeit, um dir zu sagen, wie heiß du aussiehst. Ja, der Kinobesuch kam ihm wirklich gelegen. Bianca hatte den ganzen Abend keine Zeit, ihn mit unnötigen Fragen zu belästigen. Vor allem keine Fragen über seinen Verbleib in den letzten Tagen. Heute besteht keine Gefahr aufzufliegen. Espen grinst zufrieden. Als der viel zu übertriebene Actionfilm endlich zu Ende ist, treten Espen und Bianca an die frische Abendluft. Bianca beginnt auf dem Weg zum Auto zu frieren. Es ist ganz schön kalt geworden. Espen, ganz der gekünstelte Gentleman, zieht sich seinen schwarzen Mantel aus und reicht ihn Bianca. Hier, nimm meinen. Während der Heimfahrt wechselten die beiden kaum ein Wort miteinander. Nicht, dass sich Espen daran störte, ihm war das ganz recht. Vor Biancas Wohnung angekommen, verabschiedeten sich die beiden mit einem lässigen Bis dann, Babe. In seiner Wohnung angekommen, begibt sich Espen in die Küche. Noch 60 Minuten. In 60 Minuten würde Kendra vorbeikommen. Kendra. Alleine die Erinnerung an seine erste Begegnung mit ihr ließ ihn nach Luft schnappen. Espen und Kendra hatten sich an einer Silvesterfeier kennengelernt. Sein bester und wahrscheinlich auch einziger Freund, Linus, hatte ihm Kendra als seine Freundin vorgestellt. Kendra sah in ihrem engen, schwarzen Kleid, schulterlangen blonden Haaren und strahlenden blauen Augen zauberhaft aus. Kokett streckte sie ihm die Hand entgegen. Hallo, ich bin Kendra. Hi, Espen, hatte er ihr geantwortet und dabei versucht, so cool wie möglich zu wirken. An diesem Abend wurde viel gelacht, viel getanzt, viel gefeiert und vor allem viel getrunken. Erst um 5 Uhr morgens verließen die letzten Gäste Linus' Wohnung. Linus selbst war bereits vor Stunden schnarchend auf dem Sofa eingeschlafen. Na, Espen, was meinst du? Bringst du mich noch nach Hause? Aber sicher doch. Schließlich wäre es unverantwortlich gewesen, das arme Mädchen so betrunken alleine nach Hause gehen zu lassen. Die Straßen waren schneebedeckt und eisig. Kein Wunder also, kam die ziemlich beschwipste Kendra auf ihren hohen Absätzen ins Straucheln. Kreischend hielt sie sich an Espen fest. Die beiden verloren ihr Gleichgewicht und landeten lachend im Pulverschnee. Ein Blick in die Augen des anderen genügte. Sanft zog Espen Kendra zu sich heran und küsste sie. Espen hat es geschafft, in 60 Minuten ein herrlich riechendes Abendessen zu zaubern. Er stellt 2 Kerzen auf den Tisch und zündet sie an. Als er romantische Musik auflegen will, bleibt sein Blick auf dem Foto von Bianca und ihm an der Wand hängen. Du bist so anders als Kendra.
Espen streicht mit der Hand über das Bild von Bianca. Bianca ist eine ruhige und verschlossene Frau. Kendra hingegen aufgeweckt und leidenschaftlich. Dennoch kann er sich für keine der beiden entscheiden. Er will sie beide. Espen nimmt kurz entschlossen das Foto von der Wand und versteckt es in der Schublade. Ein Blick auf die Uhr verrät Espen, dass Kendra eigentlich schon lange da sein sollte. Also beschließt er, ihr eine Nachricht zu schreiben, um sich nach ihrem Verbleib zu erkundigen. Verdammt, wo habe ich bloß mein iPhone hingelegt? Espen sucht und sucht, doch sein iPhone bleibt verschwunden. Als dann sein Haustelefon zu klingeln beginnt, bricht er die Suche endgültig ab. Ja, Espen hier? Hi Espen, ich bin's, Linus. Wieso gehst du nicht an dein iPhone? Versuch dich schon seit geraumer Zeit zu erreichen. In diesem Augenblick betritt Kendra die Wohnung. Espen! Mit einem Wink gibt er Kendra zu verstehen, leise zu sein und ins Nebenzimmer zu gehen. Espen, bist du noch da? Ja, Linus. Sorry, was gibt's? Es geht um Kendra. Ich weiß, du hast gesagt, ich soll sie gehen lassen und ein Mann sein. Ich soll akzeptieren, dass sie mich nicht mehr will. Aber ich vermisse sie. Und sie hat mir nicht mal erklärt, warum sie mit mir Schluss gemacht hat. Als Espen Linus antworten will, läutet es an der Haustüre. Warte kurz, Linus. Doch Kendra kommt Espen zuvor. Ich gehe schon. Kendra öffnet die Haustüre. Du hast dein iPhone in deiner Manteltasche vergessen, Espen. Bianca starrt verwirrt ins Gesicht von Kendra. Hi, ich bin Kendra, Espens Freundin. Und du bist? Bianca läuft vor Wut rot an. Wer ich bin? Ich bin seine Freundin. Sie zeigt hektisch mit dem Finger auf Espen, der inzwischen hinter Kendra getreten ist. Bianca holt tief Luft und macht auf dem Absatz kehrt. Bianca, warte, ich kann das erklären. Kendra fährt ihm dazwischen. Und ich dumme Gans, habe Linus für dich verlassen. Kendra schlägt Espen ins Gesicht und rennt, wie bereits Bianca, das Treppenhaus hinunter. Und sowas nennt sich bester Freund? Hört Espen Linus sagen. Das Telefon hält er immer noch in der Hand. Linus legt auf. Ihm wird es übel. Alles beginnt sich zu drehen. Sein Kopf hämmert. Alles wird dunkel. Espen fällt in ein schwarzes Loch.